Und damit herzlich willkommen zurück zu Staxel. wir haben uns gedacht, wir können ja mal ein bisschen weiterspielen. Und wir haben ja entsprechend damals schon so ein kleines bisschen angefangen gehabt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir so alles machen können. Wie geht's dir denn? Alles gut? Ja, sagt er. Nicht ganz knusprig, ja. Jetzt auch ganz gut, wurde schon gekrault, ne? Ich liegt scheiße rum. So. Genau. Jetzt hast du Scheiß. Jetzt habe ich zwei Scheißen. Ich hab schon eine Scheiße im Netar gehabt. Na, wie geht's euch denn? Ach Nebel. Gott. Jetzt weiß ich das wieder, was ich damals getan habe. Was denn? Kennst du noch das Feenhaus? Ja, genau. Ich hab das doch ein wenig geplündert. Nein, also von sowas wollen wir hier nichts wissen, nee. Also solche illegalen Aktivitäten werden wir niemals unterstützen. Ich schau mal, ob das noch da steht. Ich glaube, ich hab da noch ein paar Dinge. Ich weiß, dass wir die Feen, dass ich dabei war, die Feen zu sammeln. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal nebenbei ein bisschen machen. Ja. Oh, hallo, wir haben dich beinahe nicht gesehen. Das ist die Feenkönigin, ja. Bist du hier, um an unserem diesjährigen Maskenfest teilzunehmen? Es kommt sicher alles anders als gelegen, aber vielleicht müssen wir dieses Mal absagen. Einige unserer Untertanen sind, naja, nicht die zivilisiertesten. Es scheint, dass die Stimmung im Land gut alles andere als fröhlich ist. Vielleicht kannst du etwas helfen und einige freche Feen fangen. Aber nur die Frechen. Genau, richtig. Und halt eben, ich habe eine Fee gefangen. Ah, ausgezeichnet. Kein Hammer mehr. Klar. Ach doch. Da. Oh. Inventar ist voll. Schade. Sie hat mir Zeug gegeben, um die Wand zu reparieren. Oder wollte mir Zeug geben, um die Wand zu reparieren. Aber jetzt ist es in der Post, weil ich keinen Platz mehr im Inventar habe. Ja, okay, cool. Also ich wollte die bösen Feen fangen. Genau, richtig. Die guten waren ja entsprechend... das sind halt gute Feen, ne? Da machst du ja nichts mit. Entschuldigung, ist schon ein bisschen was her, die letzte Aufnahme. So. Und ich habe den Angelsteg ja auch fertiggestellt. Da ist eine Bienenkönigin! Brauchen wir eigentlich noch Bienenkönigin oder brauchen wir mehr so Bienenarbeiter jetzt mittlerweile bei uns? Ich glaube eher Arbeit. Okay. So, was machen Sie da hinten? Nichts. Nichts, sagt er. Alles klar, ja, das hört sich sehr realistisch an. Wenn man so die Geräusche hört. Ich bin bei uns bei der Farm gerade. Ich wollte nach hinten weggehen, nochmal ein bisschen gucken wegen Bienen. Komm mal ganz kurz. Ja, und ich wollte mein Inventar leer machen. Ich sehe dich dahin. Wir haben keine Kisten oder sowas, ne? Verdammt! Du, nicht ganz knusper, ich... Miau. Strahlt nur so vor Lebensfreude, das ist cool. So. Okay. Wow. Was tust du da? Nee. Ich plündere. Wieso glaube ich dir nicht? Ich habe gerade eine Feentruhe gefunden. Und die konnte man plündern. Plündern jetzt im Sinne von, weil das natürlich eine Truhe von den bösen Feen war, die bösen Feensachen dann entsprechend einsammeln oder die komplette Truhe mitnehmen? Einsammeln. Ich glaube, wir müssen einfach mal gucken, was der gute Illu da so macht, weil ich... Was sind das für unsägliche Geräusche? Wieso krümelt das da im zweiten Stock oder im ersten Stock von der Decke? Ich glaube,
Ich glaube, das sind diese Löcher, von denen diese Feenkönigin gesprochen hat. Guck dir das mal an. Das ist ja gar nichts. Das ist ja richtig kaputt gefressen. Da müssen die aber noch einiges nachbessern, doch. Also ich sage dir. So, du sagtest, ich soll dich mal hier besuchen kommen. Du bist hier zufällig gerade in der Nähe. Im Rospeneingang. Im was für ein... Ah, okay. Einfach draußen. Du bist gerade unter mir. Ey, du! Weg! Ja, was ist los? Was wollten Sie mir zeigen? Nichts. Warum soll ich denn hier hinkommen? Hey! Kann man diesen Baum eigentlich mitnehmen? Also nur rein zum Testen gucke ich mal nach, ob man das hier mitnehmen könnte. Meine jetzige Expertisenmeinung oder meine jetzige Expertenmeinung würde sich auf ein Ja, glaube ich, beschränken. Weil ich habe das Gefühl, das funktioniert. So. Ja. Was denn? Guck mal kurz her. Ja, was ist hier? Ist hier auch so ein bisschen die Wand kaputt? Guck dir das mal an. Ganz viel Gold. Ich würde es nur plündern können. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin kein Plünderer. Ich mache bei solchen finsteren Machenschaften nicht mit. Inventar ist voll. Was kann ich denn wegschmeißen? So, immer diese Zerstörungswut der Jugend von heute. Nee. So. Aber ernsthaft, wir brauchen halt wirklich irgendwie eine Truhe, die wir hier hinstellen können. Kann ich eine herstellen? Ich kann mal kurz schauen, ob wir schon eine herstellen können. Hui. So. Holz, Pfosten, Köderbox, leerer Trog, weißer Lattenzaun. Nein. So, unter Verschiedenes vielleicht? Ne, eine Frankenstein-Box. Nee. Werwolfkopf. Ja, unter Stein bestimmt nicht. Gehärtete Angel. Ah, okay. Man kann die Sachen also auch härten. Wahrscheinlich sind sie dann wahrscheinlich effektiver oder irgendwie sowas. Aber, meh. Warten wir mal lieber, bis der gute Illo vorbeikommt. Vielleicht hat er ja wirklich entsprechend die Möglichkeit, eine Kiste hier hinzustellen. Bitte was? Was? Ach, ein Putzenpolo. Gott, nein, weg damit. Will ich nicht. Ich habe eine Heuschrecke gefunden. Leerer Tro. So, und Purzel ist hier immer noch nach wie vor uns am Hinterherwuseln. Und mit Purzel meine ich nicht ganz Knusper. Wie komme ich auf Purzel? Auch nicht schlecht. Ah. Aber auf jeden Fall, die zweite Aufnahmesession ist jetzt hier auch gerade am Start, wo es so durchaus etwas wärmer ist in Deutschland, sagen wir es mal so. Was? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir schaut, aber bei mir ist halt immer noch übel warm. Und die Wettervorhersage hat schon gesagt gehabt, morgen wird sogar nochmal 2 Grad wärmer. Oh. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. So. Das ist ja schrecklich. Eine Bank oder so? Eine Truhe habe ich bisher nicht gekauft. Okay, also du kannst auch keine herstellen, sagst du. Alitza! Vielleicht hat die Alitza doch mal was. Stimmt, wir können auch gucken, ob wir eine kaufen können oder so. Sie sagte ja auch, wenn wir ihr die Materialien bringen, kannst du es uns herstellen, diese Händlerin, ne? Ja. Und Holz habe ich ja schon mal. Das ist ja nicht das Problem. So. Nee, aber da muss ich zu erklären, seit der letzten Aufnahmesession, ich bin jetzt mittlerweile ein wenig umgezogen. Und da ist eben entsprechend die Situation, dass der Raum, in dem ich jetzt hier aufnehme,
ein wenig kleiner ist. Also ich meine so ein ganz kleines bisschen kleiner von der Räumlichkeit her. Also nicht so ein offener Raum mehr. Das ist kein Insekt. Natürlich ist das ein Insekt. Es ist ein Schmetterling. Warum sagst du mir, dass es kein Insekt ist? Und jetzt habe ich halt eben entsprechend so ein kleines, niedliches Kabüffel, mit dem du entsprechend wunderbar arbeiten kannst. Aber wenn man sich vorstellen kann, ist das im Sommer, wenn da ganz viel Sonne ist, nicht ganz so der tolle Raum für Belüftung. Weil ansonsten hast du hier so ganz viel so Käferkraben so mit im Raum. Insofern du nicht so Timon und Pumba bist, ist das meistens nicht so cool, finde ich persönlich. Wie ist es bei den Temperaturen bei dir eigentlich? Dein Raum ist ja noch, ist wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe, ein bisschen größer, ne? Ja, zumindest wo der PC steht. Geht ja noch. Wie viel sind's? 25. Boah, ist ja überschaubar. Ja, aber jetzt, wo es dann wieder wärmer wird, muss ich dann eigentlich. Du musst was? Wenn du leiser wirst, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, dich zu verstehen gerade. Discord hat aktuell übrigens leichte Probleme, deswegen nicht wundern. Schon wieder. Man. Das hat es ja schon seit irgendwie ein paar Wochen irgendwie. Hey, da ist nicht ganz knusper. Wir haben natürlich jetzt auch nachts und ich kann jetzt natürlich nachts jetzt hier nicht mal eben mit den Händlern sagen, so, bau mir mal bitte. Also eine Truhe habe ich leider nicht gefunden. Aber? Hört sich nämlich so an, als hättest du so ein Aber, so im Sinne von so eine Truhe habe ich jetzt nicht, aber? Was ist denn? So. Wir brauchen Licht hier drin. Meinst du? Ich hol jetzt mal irgendwie Lampen. Im Haus sieht man ja nicht einmal was. Also ich finde schon, dass man ein bisschen was gesehen hat. Das war jetzt vielleicht nicht so viel, aber... Ach doch, was? Ich bin auch scheuer. So, ich verkaufe jetzt erstmal alles, was ich hier im Inventar habe, was ich jetzt gerade nicht wegpacken kann. Also die ganzen Käfer und Heuballen und sowas. Zack. Was bist du? Keine Ahnung, ist mir egal. Du bist das Feuerwerk war's. So, unbearbeitete Fossilien, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll jetzt gerade. Blätter. Ist im Moment nichts wert, okay. Unbearbeitete Fossilien kann ich schon mal nicht verkaufen. Gut zu wissen. Haben wir eigentlich irgendwie was für die Hühner? Ja, ich glaube, das habe ich im Inventar. Das hast du mir beim letzten Mal nämlich alles in die Hand gedrückt und gesagt, hier, tue damit Dinge. Aber uns fehlt der Zaun. Der Zaun? Zaun. Grober Latt. Ach, du meinst, ob wir Hühner selber haben? Ich glaube, Hühner selber haben wir noch gar nicht geholt. Wir haben nur angefangen, den Hühnerstall zu bauen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Freche Feen möchte ich jetzt mal nicht verkaufen. Okay. Arbeiterbienen habe ich auch noch mal ein paar. Pharma-Lizenz. Kann ich meine Pharma-Lizenz verkaufen? Voll. So. Also mittlerweile habe ich schon so ein paar von diesen schönen Blütenblätter-Pixel-Geräten so am Start. Milchmaschine, Milch. Ich brauche Holz. Holz? Ja. Ich habe 54 Rohholz. Ich komme mal vorbei. Liegen kann. Was ist das denn? Aber wir werden vermutlich noch ein wenig mehr brauchen. Ein Sternenteil. Ich sehe hier gerade so Sternenteile rumglitzern. Ich nehme die mal mit.
Ich meine, schade ist ja nicht, ne? Die liegen halt hier rum, glitzern schön. Wenn ich sie bei uns in den Garten stellen kann, sehen sie halt bei uns schön aus. Das ist ja auch nicht verkehrt. Würde ich jetzt aber mal so behaupten. Bitte? Noch nicht ins Haus gehen. Nee, nee, alles gut, alles gut. Wo soll ich denn das Holz hinpacken? Ich glaube, ich habe dich gerade Holzhacken hören. Ja, ich höre dich. Ich höre sie. Ich sehe sie. Hier. Ich habe da was Kleines getan. Ich habe dir jetzt gerade das Holz zugeschmissen. Ich hoffe, du hast es auch bekommen. Habe ich schon. Sehr gut. Komm mal mit. Das wird ganz erotisch. Erotisch, wie das sagt er. Erotisch. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Warte mal. Nee, kann ich hier nicht hinstellen. Na, schade. Und der Funnelnapf ist leer. Ja, dann machen wir das doch mal eben voll. So. Ui, wie schön. Blümchenlampen. Oh. Guck mal, kann ich mich schön drunter setzen. Dann sehe ich auch ganz, ganz schnafte aus. Ne? Wo hast du die denn her? Die sind ja herzallerliebst. Hab's sie gefunden. Ah, okay. Also, du bist ein Meister des Organisierens, sagst du. Ja. Da kann ich nämlich auch mal jemanden, der hat nämlich auch entsprechend immer Sachen organisieren können. Und da haben wir uns immer gefragt, boah, wo hast du das denn bloß her? Und dann hat er immer gesagt, hoch, wenn du wüsstest. Aber mehr hat er auch nicht erzählt, deswegen haben wir dann auch nicht weiter Fragen gestellt. Aber dem hast du nur gesagt, so, ich brauche XY und der hat gesagt, okay, morgen. Ganz, ganz komischer Typ. So. Ich würde jetzt nämlich dann, wenn wir anfangen, den Holzhauen weiterzumachen. Mach das, mach das. Wenn es okay ist, dann würde ich noch ein kleines bisschen rumlaufen. Erstens, weil ich diese Sternenteile sehr interessant finde. Und hier noch ein paar unbearbeitete Fossilien. Da kam erstmal so ein Hüsterchen durch. Entschuldigung. So, hier ist noch eine gute Fee. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen da, wenn dann, die bösen Feen. Wow. Ich werde langsam müde. Ach ja. Uff, okay. Da war ja was. Alles klar. Hätte er mir das nicht 2 Sekunden früher sagen können? Haben wir nicht irgendwo ein Feld, oder? Ein Feld? Nee. Nee. Wir hatten ein Feld. Ach, wir hatten doch noch die Bäume hier. Ja, stimmt. Doch, wir hatten ein Feld. Hast recht. Ja, und wir sollten nicht vergessen, die zu gießen. Da hast du vollkommen recht, mein guter Freund. So. Du wirst ganz so müde. Wo wollte ich eigentlich? Lieg ich jetzt? Liegst du hier an die Säge? Ich glaube schon, aber wenn du langsam müde wirst, dann wird es auch Sinn machen, auch langsam ins Bett zu kommen, oder? Ich meine, bei diesem romantischen Licht hier, das ist doch, das wäre doch ganz fein, oder? So den ersten Abend so, wenigstens den vielleicht gemeinsam verbringen. Hm? Was meinst du? Komm mal. Ach, guck mal, da macht das, ach, schön. So ist doch schön. Hast du eine Pfeife? Ich bin eine Pfeife, aber ich glaube, ich habe gerade keine, nee. Weil ansonsten könnte unser kleiner Knusper ein paar Tricks machen. Ach so, ich habe jetzt an so eine Pfeife mit Rauch und Dampf und sowas gedacht. Nee. Lol. So, Dadim. Das ist gerade mal ein wenig so. Brauche ich denn eigentlich noch? So, also ich habe Nägel, eine Hacke, Kacke. Genau. Eine Melkmaschine, freche Feen, eine Eichel, ein paar Fossilien, aber ich fürchte, ich habe keine Pfeife. Soll ich uns irgendwas kaufen? Ich habe ja so ein kleines bisschen, ich habe übrigens hier in den Napf was reingeschmissen. Oh, wie süß, ein Pfotenbett. Okay. Genau, das passt. Du, Illu? Ja. Ich habe vielleicht aus Versehen das Pfotenbett aufgenommen und weiß nicht, wie ich es wieder
das war gerade da und es war schön klein. Und jetzt war es auf einmal ganz groß. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Haben wir das nicht schon? Das war hier. Das war für nicht ganz knusper. Das war ihr kleines, feines Zuhause so. Also ich habe jetzt... Oh, was? Nein. Das weiß ich nicht. Ah. Also ich habe ihr das auf jeden Fall aus Versehen weggenommen. Das habe ich ja gerade gesehen so. Mal schauen, was das bringt. So, Items anfordern. Pinker Stein, weißer Stein. Ich muss mal mein Inventar wieder planen. Ja. Super. Ich habe immer noch ein paar unbearbeitete Fossilien im Inventar. Ich weiß nicht genau, wo ich die hinbringen kann. Wenn du, der das Let's Play guckt, beziehungsweise das Let's Test guckt, weiß, wo man damit hin muss, dann kannst du mir das ja in die Kommentare schreiben. Yay! Yay. So, oh, das ist eine böse Fee. Komm her, du böse Fee, du, dir gebe ich auf den Hintern. So, haben wir das. So. Das war jetzt nicht so spannend. Einmal quasi zugelangt und schon war es weg. Ist ja nur eine Handvoll, ne? So, hier bauen sie, glaube ich, langsam das Ganze auf, das Fest. Zumindest sieht es sehr danach aus. Und ich kann ja jetzt noch, wo war das denn? Hello? Ich kann ja sogar noch ein bisschen was abgeben. Ich habe ja sogar noch ein, zwei böse Feen, quasi. Zack. Im Inventar. Die ich ja schon eingesammelt habe, damit ich da auch weiterhelfen kann. War das hier? Ich erkenne das Feengrundstück nicht mehr. Das war doch so pompös. Ist das jetzt weg? Keine Ahnung. Ich meine, so ein Event kann ja auch mal irgendwann vorbei sein, ne? Kann ja durchaus passieren. Ja. Ne, warte mal. Da ist ein großes Haus mit einem Baum davor. Aber das ist das Rathaus. Ja, ja, wunderbar euch zu sehen heute, Leute. Ist ja schön, dass ihr hier seid. Nee, das ist... Was ist das hier? Das Gasthaus. Da ist das Rathaus. Da ist Jamie. Ich bin blöd. Ich sehe aber noch zwei böse Feen. Die nehmen ihr freche Feen, nicht böse. Die sind nur frech. So, haben wir das. Hier ist noch ein Haus weiter weg von uns. Ja, was sagst du? Ich suche gerade das Feenhaus, damit ich der Feenkönigin noch, hier noch so ein paar freche Feen geben kann. Komm mit. Jo. Ich finde das gerade echt nicht wieder. Ja, also bin ich nicht alleine blöd, sondern du findest es jetzt gerade auch nicht mehr. Nein. Es war eigentlich hier. Mysteriös. Ach, vermutlich, weil wir schlafen gegangen sind, ist es jetzt verschwunden. Ja klar, das macht ja auch Sinn, weil wenn ich schlafen gehe, dann ist bei uns in der Stadt auch immer sofort am nächsten Tag der Bäcker weg. Ja, aber wahrscheinlich ist das Event halt einfach vorbei, ne? Ja. Das ist natürlich total klasse, wenn ich jetzt überlege, dass ich hier jetzt hier so ein paar freche Feen habe, die jetzt nicht mehr nach Hause kommen, weil die sind weitergezogen.